Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition. Wir sind im letzten Part endlich mal wieder auf die Normandy zurückgekehrt und quatschen uns jetzt erstmal wieder durch unsere Crew, damit wir auch gar nichts übersehen und vergessen, weil die schönen Gespräche nicht, Dr. Chakwas lässt ausrichten, dass sie gerne unten in der Krankenstation mit Ihnen sprechen würde. Ja, sehr gerne. Ich arbeite mich eh jetzt durch die Crew, also keine Sorge, ich rede mit allen, ne? Das wird gleich passieren. Jetzt gehen wir aber erstmal nach oben in die Kapitänskajüte, da wollte auch jemand mit uns schnacken. Eins nach dem anderen, ne? Eins nach dem anderen. Jo, da freue ich mich ja jetzt richtig drauf auf dieses Gespräch. So. Alles einladen, dann kommen Sie mal. Trainer, schicken Sie Diana rauf. Sie wollte ein Interview. Sofort, Commander. Ich bin gespannt, das wird bestimmt unangenehm. Bereit zu einem Gespräch, Commander? Ich bin bereit. Commander, es ist kein Geheimnis, dass der Ratssektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Sie haben es versucht, sind aber gescheitert. Cerberus hat begrenzte Ressourcen. Dieser Putschversuch war alles, was sie konnten. Und er hat sie viel Geld und Truppen gekostet. Angst ist verständlich, aber sie darf eine nicht lähmen. Ihre Misserfolge sind ebenso zahlreich wie ihre Erfolge. Aber die Menschheit hat ihren Ratsherrn verloren. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Das Interview ist beendet. Nee, verlieren Sie den Glauben nicht. Es wird Anführer geben. Keine Sorge. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt. Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. Ich bin Diana Ellis für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Vorsicht, Commander. Wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Damit habe ich kein Problem. Ach so. So. Wir können hier nicht rumbumsen. Ich bin schon vergeben. Lassen Sie uns lieber professionell bleiben. Ich hielte es für besser, wenn wir vor der Kamera bleiben würden. Oh, dachten Sie etwa... Ach ja, ich und mein großes Mundwerk. Ich gehe besser, bevor ich noch ein falsches Signal sende. Man sieht sich, Commander. Und nochmal ein Close-Up machen, damit sie das gleich heute Abend dann hat, wenn sie dann allein in ihrer Koje ist, nicht wahr? James einladen. Nachher, der wollte ja auch mit uns schnacken. Ja, dann laden wir den auch nochmal eben ein. Komm, James. James, ich hätte etwas Zeit, wenn Sie ein privates Gespräch wünschen. Der will doch auch nur bumsen. Bin unterwegs. Ich sag's euch, die wollen alle mit mir bumsen, weil ich eine verdammte Heldin bin. Wie geht's? Gut, James. Und Ihnen? Gut, gut. Okay, what the fuck? Er wirkt etwas abgelenkt. Wow. Darauf kann ich mich also freuen, wenn ich mal selbst ein Kommando habe. Sie wollen ein eigenes Schiff, Vega? Irgendwann mal vielleicht, wenn ich alt bin und nicht mehr kämpfen kann. Wollen Sie sich etwa über Ihren Commander lustig machen? Tut mir leid, Shepard. Mir geht nur einiges im Kopf rum. Und dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört. Nur zu. Was haben Sie getan, als Sie zu N7 kommen sollten? Ich meine, war die Sache klar oder mussten Sie vorher darüber nachdenken? Selbstverständlich habe ich da erstmal drüber nachgedacht, das ist ja keine einfache Entscheidung, ne? Das N7-Programm ist eine große Sache, aber auch eine große Verpflichtung. So sagt man. Sie kriegen die beste Ausbildung, die beste Ausrüstung, die besten Aufträge. Und wollen dafür die beste Leistung. Natürlich. Warum fragen Sie? Naja, trotz der Scheiße, die gerade abläuft, hat jemand mich ausfindig gemacht und eine Empfehlung für N7 eingereicht. Datiert am Tag des Reaper-Angriffs auf die Erde. Sie klingen nicht sehr begeistert. Naja, abgesehen davon, dass es bei einer Niederlage kein N7-Programm mehr gibt. Das Einzige, was ich je gut konnte, war Soldat zu sein. Und ich habe mich nicht angestrengt. Ich hätte mich vor Jahren selbst rausgeworfen. Bei meinem letzten Kommando sind fast alle draufgegangen. Und ich wurde befördert. Ich bin nicht sicher, ob ich wieder ein Kommando übernehmen will. Mit der ganzen Verantwortung. Was genau ist denn passiert? Sie erwähnten das bereits. Was ging schief? Was ging nicht schief? Wir waren auf Patrouille und haben seltsame Werte überprüft, als die Kollektoren kamen. Zuerst griffen sie die Kolonie an.
Als wir ankamen, waren die meisten Kolonisten unterworfen oder verschleppt. Darunter auch unser Vorgesetzter Captain Tony. Somit hatten Sie das Kommando. Ja. Wir warteten auf eine Chance zum Angriff. Aber einer der Kolonisten war ein Cerberus-Spion, der für die Kollektoren arbeitete. Er verriet uns alle. Am Ende hatte ich keine Wahl. Der Spion hatte Daten über die Kollektoren, die wir brauchten. Also tötete ich ihn, nahm die Daten und zerstörte das Kollektorenschiff. Und damit auch die meisten Kolonisten. Und meine Männer. Bis auf einen. Soldaten sind entbehrlich. Alter, was? Nee. Sie haben trotzdem das Richtige getan. Sie tragen keine Schuld an der Ausgangslage. Und wenn sie dafür befördert wurden, müssen sie irgendwas richtig gemacht haben. Schon, aber... Hätten sie alle gerettet, wäre dann alles besser geworden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Der richtige Entschluss ist selten der leichte. Ja. Wussten Sie das schon, bevor Sie zu N7 gingen? Ja. Darum wurde ich gefragt. Und darum wurden Sie gefragt. Es gibt keinen einzigen N7, der nicht irgendwann entweder sich selbst oder seine Soldaten opfern muss. Sollte ich also annehmen? Ja, verdammt, Mann! Wenn wir das hier überleben, ist die Sache klar. Sie sind ein verdammt guter Soldat, Vega. Verspielen Sie diese Chance nicht. Ich denke darüber nach. Wirklich. Und falls möglich, erzählen Sie bitte sonst niemandem davon. Natürlich nicht. Gracias. Dann gehe ich mal wieder zurück an den Hangar. Das ist mir hier alles zu weich. Das Bett ist viel härter, als es aussieht. Das glaube ich gern. Nochmals danke, Shepard. Jederzeit. Das ist mir alles hier viel zu weich. So, jetzt Achtung gleich. Liebe Crew der Normandie, eine Durchsage. Der gute James. Nein, wir sind natürlich brav. Kann ich noch jemanden einladen? Ne, alles klar. Dann sind wir jetzt damit erstmal durch. Dann schnacken wir uns jetzt noch durch den Rest der Crew. Wir sind mit dem Kampfinformationszentrum durch. Dann gehen wir jetzt aufs Crew-Deck. Oh, Karis. Oh, was machst du denn hier? Ach, Morden. Das sind alle unsere... Oh Gott, alle unsere Freunde. Was für ein Tag, Shepard. Udina dreht durch, fast fällt die Citadel. Sie mussten fast einen Freund erschießen. Die Lage war angespannt. Hätten Sie im Notfall wirklich den Abzug drücken können? Also es war Kaidan, somit ja. Wenn Sie nicht aufgegeben hätten, ja. Dieser Krieg ist viel zu wichtig. Ich denke dran, wenn wir das nächste Mal streiten. Trotzdem gut, dass Kaidan jetzt nicht bei Ash ist. Einer reicht völlig. Ja, sonst noch was? Es wäre schön gewesen, wieder mit Kaidan zusammenzuarbeiten, aber es sollte wohl nicht sein. Nee, ich wollte das wirklich nicht. Da, Garrus, da müssen wir uns noch ein bisschen besser verstehen. Das kommt aber noch. So, was ist jetzt eigentlich hier los? Hier wird nur gesmoked und gechillt und hier wird irgendwie gedaddelt oder so, aber sonst ist hier noch nichts. Hier wäre bestimmt Kaidan dann reingekommen. Life Support. Hier saß früher Thane. Hier noch irgendjemand? Moin, bei euch alles gut? So gut es geht halt, ne? Okay, verstehe ich. Dann müsste doch hier, ist hier die Reporterin? Ne. Toiletten? Jockey, Mama, jetzt erstmal zur Ärztin. Die wollte ja auch noch mit uns schnacken. Dr. Chakwas. Na, Dr. Kann Chakwas? Kann ich mit Ihnen reden, Commander? Ja, sicher. Jederzeit. Commander, es hat sich eine Gelegenheit ergeben, die Sie interessieren könnte. Okay. Worum geht es, Doktor? Vor kurzem sind Flüchtlinge in der Citadel angekommen, die medizinische Vorräte und Geräte aus Militärbeständen dabei hatten. Laut unserem Inventar haben wir überschüssige Vorräte zur Behandlung von Seuchen, Strahlenschäden und Unterernährung. Die können also verletzten Soldaten helfen und wir bei typischen Flüchtlingsproblemen. Genau. Vielleicht könnten Sie Ihren Charme spielen lassen und einen Tausch aushandeln. Warum denn ich? Könnten Sie das nicht auch selbst erledigen? Die Flüchtlinge trauen wegen der vielen Kriegsgewinnler dem Allianzmilitär nicht mehr. Also auch mir nicht. Aber Sie sind Commander Shepard, die Heldin. Sie könnten sie überzeugen.
Ich werde mich drum kümmern. Ich kümmere mich darum, sobald ich kann. Reden Sie mit Taktis. Viele Flüchtlinge bei den Citadel Docks betrachten ihn als Anführer. Danke, Commander. Durch den Zugriff auf Ihre Ausrüstung und Ressourcen konnte ich die Effektivität unseres Medigills verbessern. Hm. Praktisch, praktisch. Ja, gucken wir mal, ob Edi noch irgendwas erzählt. Wenn sie denn überhaupt hier drin ist. Dann ist sie ja jetzt auf der Brücke. Sie ist ja gar nicht mehr hier drin. Gut, 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 gut. Zack. Dann schnacken wir noch weiter. Mal gucken, ob Liara noch irgendwas erzählt. Ich habe befehlsgemäß die aktuellsten Berichte über den Rat, Doktor. Das Sicherheitssystem liegt im Chaos, aber es würde dennoch Wochen dauern, bis wir Agenten in die dortige Belegschaft einschleusen könnten. Das ist nach Udinas Putsch viel zu riskant. Wir verschieben diese Pläne. Jawohl. Jawohl. So, Liara, wie sieht's bei dir denn so aus? Bereit für die nächste Mission? Auf jeden Fall. Was ist am Terminal noch so? Tonmitschnitt aus dem Senatsbüro von Hazer Gugir. Ja, ich scroll hier einmal langsam durch für diejenigen, die das vielleicht gerne lesen möchten. Zack. Und wir gucken hier nochmal, ob da noch was geht. Volus Geheimdienstarchiv. Die salianische Special Task Force ist anscheinend an das Wohlprotektorat herangetreten, um gemeinsam Kampfimplantate zu entwickeln. Für die seltenen Elemente benötigt werden, die es nur im Volus-Gebiet gibt. Zu den Plänen für diese Implantate gehören auch Anweisungen, wie man sie für Nicht-Salianer umbaut. Sollte sich das Ganze als hinreichend profitabel herausstellen, eines dieser Upgrades könnte in Auftrag gegeben werden, aber die Herstellung wäre zeitaufwendig und müsste individuell angepasst werden. Kraftschaden oder ein Gesundheitsbonus? Kampfimplantate installieren? Na, ich gehe auf Gesundheitsbonus. Mehr Gesundheit ist immer eine gute Sache. So, Upgrades. Alles upgraden. Ich finde keine App dafür. Du musst eine laden. Ich will keine App laden, Siri. Sei still. Siri ist meine ID. Sie sieht noch nicht so hübsch aus. Grüße, Commander. Grüße. So, dann sind wir hier durch. Gucken wir nochmal vorne, ob Garrus inzwischen wieder an seinem Platz steht und hier vielleicht noch was zu erzählen hat. Garrus ist aktuell nicht hier. Okay, und dann gehen wir noch nach unten. Und dann aber, meine Lieben, ist es wirklich Zeit, endlich mit dem ersten DLC zu starten. Wir holen uns Omega wieder zurück. Ich bin ganz aufgeregt schon. Das wird, glaube ich, eine ganz schön heftige General-Nummer. So, Maschinendeck. Gucken wir erstmal nochmal hier. War denn hier jetzt noch jemand? Hier ist, glaube ich, aktuell... Doch, na klar. Unser guter Javik. Verräter sind die schlimmsten Feinde. In unserem Zyklus entfernten wir ihnen die Gliedmaßen einzeln und gaben ihnen eine Wahl. Ihr eigenes Fleisch zu verzehren oder zu verhungern. Ihr Politiker hat etwas viel Schlimmeres verdient als eine Kugel. Und hätte der andere Mensch nicht Vernunft angenommen, wäre er auch gestorben. Es gibt in diesem Krieg nur einen Feind. Die Reaper. Alle anderen werden nicht toleriert. Ja. Also, wirklich ein bisschen übel, diese Vorstellung, so schön. Einfach nach und nach die Gliedmaßen abschneiden und dir dann zu essen geben. Toll. Könnt ihr mal jetzt in die Kommentare schreiben, was hättet ihr... Die Citadel steht in Flammen. Dreister Cerberus-Angriff wurde von C-Sicherheit zurückgeschlagen. Wir sprechen mit der Frau, die an der Front im Einsatz war. Commander Shepard. Wie ist Cerberus reingekommen? Wo war die Citadel-Flotte? Finden Sie es heraus. Exklusiv bei Battlespace. So. Commander. Bei dir ist nichts los. Gut, alles klar. Dann gehe ich mal wieder nach unten. Adams, wie geht's dir? Danke, Commander. Das GX-12-Thermorohr ist eingetroffen. Wir nehmen gerade die Modifikationen vor. Wie ist das nochmal passiert, dass ich hier freiwillig durch die Schächte krieche? Sie sind für die Energieversorgung zuständig, nicht ich. Verdammt heiß hier drin. Hey, hat Adams nicht gesagt, dass die ganze Normandy Edi ist? Kenneth, hören Sie sofort auf. Sagen Sie es doch nicht, Joker. Der wird sonst eifersüchtig.
Kenneth installiert noch die Thermoröhre im Wartungsgang. Danach schreiben wir einen Bericht. Alles klar. Oh Mann, der wird sonst einfach zu dir. Ich könnte es mir richtig vorstellen, Mann. So, und weiter geht's. Zurück in die Shuttlebuch eben noch und dann haben wir auch alles. So, mal sehen. Ach, der kleine Hundi. Dass ich den nicht patten kann, ist ein bisschen traurig. Würde ich gern streicheln, aber es geht nicht. James, bei Ihnen noch etwas los? Hey, Commander. Hi, James. Ich wusste, dass Udina ein Dreckskerl war. Ja, das aber ich hätte nie gedacht, dass er so mies ist. Dieser ganze Krieg ist loco. Begreifen die denn nicht, dass wir alle zusammenarbeiten müssen? Ach. Wenn Leute Angst haben, vertrauen sie so schnell niemandem. Schon, aber... Ach, wozu das Ganze? Und nur damit sie es wissen. Wenn es um Politiker geht, lautet meine Philosophie, erst schießen, dann fragen. Soll mir recht sein. Eine sehr eigene Philosophie. So, nur eben mal mit den Bäumen da hinten noch geschnackt. Bei euch noch was los? Ne, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, Leute, ziehen wir es soweit durch und dann geht's mal weiter jetzt. Zeit für den DLC. Warte mal. Ah, doch, komm, wir rüsten die Leute gleich im Ausrüstungsmenü auf. Wir müssen mal wieder ein paar neue Upgrades dran klümpsen. Wir haben ja inzwischen wieder einiges an Aufsätzen und so weiter gekauft. Admiral Anderson ist in der Einsatzzentrale über Videoleitung verfügbar. Ja, alles klar. Hilfe oder nix, ne? Dann gehen wir eben nochmal kurz ja, moin. Bin eben auf dem Weg zu Admiral Anderson, weißt du? Aber dann geht's gleich los mit dem DLC. Ich sag's euch, die wollen alle mit mir schnacken. Hier wird nur geredet. Totaler Wahnsinn. So. Mr. Anderson. Hi. Shepard. Freut mich, dass Sie sich melden. Sind Sie okay? Mein Training an der Akademie hilft mir, den Widerstand zu organisieren. Sie haben hier inzwischen einen großen Fanclub. Jede Nachricht von der Normandy gibt den Männern in den Schützengräben Hoffnung. Das freut mich zu hören. Ich weiß, wie es ist, im Dunkeln zu kämpfen. Ich bin froh, dass wir etwas bewegen. Es ist mehr als das. Viele dieser Leute hatten vorher nie eine Waffe in der Hand. Als sie hörten, dass sie Turiano und Krugana zur Zusammenarbeit gebracht haben, das war ein Stärkungsmittel, Shepard. Und davon haben wir hier leider viel zu wenig. Den Glauben daran, den morgigen Tag zu erleben. Wie schlimm ist es? Es könnte schlimmer sein, aber nicht viel. Können Sie noch Gegenangriffe koordinieren? Wir greifen die Reaper an, so oft es geht. Meistens Blitzüberfälle nach Guerilla-Art. Aber das reicht nicht. Wir müssen unsere Bemühungen konzentrieren. Wo? London. Dort geschieht irgendetwas Großes. Unser britisches Netzwerk sagt, es seien enorm viele Reaper angekommen. Das klingt übel. Das klingt gar nicht gut. Gibt's Einzelheiten? Nein. Und das macht mir richtig Angst. Nun, der Tigel wird dafür den Reapern Angst machen. Wir zählen drauf. Und Shepard, das mit Kai Leng war ernst gemeint. Die Reaper mögen die größte Bedrohung sein, aber Leng ist ein hinterlistiger Dreckskerl. Unterschätzen Sie ihn nicht. Verstanden. Dann mal zurück an die Arbeit. Wir können jede gute Nachricht von Ihnen gebrauchen. Anderson, Ende. Alles klar, Anderson. So, jetzt haben wir noch eine Minute. Ich denke, das lohnt jetzt auch nicht mehr. Das heißt, wir werden wohl erst in der nächsten Folge mit dem DLC beginnen. Ich hätte jetzt auch tatsächlich richtig Bock drauf. Aber ich gestehe, ich habe heute meinen Booster bekommen. Und habe diesmal Moderna bekommen. Und so ein bisschen kommen gerade so ein bisschen die Kopfschmerzen. Und ich glaube, ich mache für heute erstmal einen Break. Aber ich versuche, ich habe jetzt 2 Tage Zeit. Ich versuche das dann noch nachzuholen, dass es auf jeden Fall weitergeht, weil ich bin jetzt selber gerade richtig, ich habe richtig Bock jetzt drauf, endlich mal wieder ein bisschen Story voranzutreiben und ich habe halt auch richtig Bock Omega wiederzusehen und halt Omega zurückzuholen. Ich denke, das wird eine ganz schöne Gaudi und ganz schön aufregend und ganz schön actionreich, aber ich würde dann sagen, weil es sich nicht mehr lohnt, machen wir dann jetzt 10 Sekunden zu früh hier einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder und dann legen wir auch wirklich mit dem Omega DLC los. Ich freue mich. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.